Hallo, heute drehe ich ein Face und Outfit of the Day Video. Ja, es ist jetzt schon früh morgens. Ich gehe jetzt gleich mit meiner Klasse auf einen Ausflug. Und ja, mein Face of the Day ist heute ganz schlicht geschminkt, eigentlich selten für mich. So, was ich dafür alles benutzt habe. Als allererstes einmal die Perfect Matte Make-up Base, die ich auch in meinem Haul-Video präsentiert habe. Da drauf mein Make-up von Essence, mit dem ich wirklich super zufrieden bin. Dann Puder und Rouge. Von dem Rouge habe ich das, das ist der Puder. Von dem Rouge habe ich hier das Rote drauf gemacht. Ja. Dann auf den Lippen habe ich hier von der XXL Shine Kollektion von Essence die Farbe 05 Supergirl. Ich weiß nicht, ob es das noch so in der Farbe gibt, weil der ist auch schon ein bisschen älter. Dann Augen. Oben am oberen Lidkranz habe ich hier von Rival the Loop den Liquid Eyeliner. Fokussiert nicht richtig. In der Waterproof-Version in Schwarz. Und unten von Yves Rocher den Kajal. Der ist auch wasserfest. Ja, das ist genau der da. So. Ja. Okay, und auf den Wimpern die auch wasserfest. Alles wasserfest, weil es so leicht nach Regen aussieht und wir in einen Freizeitpark fahren. Freizeitpark, naja, okay. Wie man es nimmt, also wir fahren in so einen Vergnügungspark, weil da sind ja keine Achterbahnen und so, wo wir hinfahren. So, dann zu meinem Outfit. Und zwar verschwindet jetzt mein Kopf. So, habe ich einmal eine Sporthose von Trigema. Ganz lässig. Das ist mehr so wie so eine Trikothose. Und ein Sportoberteil von Nike. Was man hier an der Seite so sieht, das ist ein Bikini, wo man die Träger abmachen kann vom New Yorker. Ja, dazu trage ich diese Schuhe. Meine alten speckigen Puma-Schuhe, die schon ein Jahr alt sind. Ich eigentlich immer sonst wie anziehe, also fast jeden Tag anziehe und auch mal in den Dreck und in den Matsch. Ja, okay. Das war's jetzt zu meinem Face und Outfit of the Day. Anderen Tunnel habe ich auch nicht drin, wie ich euch schon mal gezeigt habe. Also ja, wenn ihr solche Videos öfter sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.